Hab mich verschluckt. Der Tag, an dem dieses Video veröffentlicht wurde, ist der letzte Tag des Jahres 2021. Wir haben's geschafft, Leute. Wieder ein Jahr überlebt. Ist wirklich schon wieder ein Jahr vergangen. Das ist ja unglaublich. Aber wenigstens kann ich jetzt endlich das sagen, was ich seit Ewigkeiten schon sagen wollte. Es tut mir so unglaublich leid, Leute, aber wir sehen uns erst wieder nächstes Jahr. Danke, danke. Ich bin noch den ganzen Abend hier. Ich bin aber der Meinung, dass die Leute, die die Simulation kontrollieren und die Drehbücher schreiben, sich ganz dringend was Neues einfallen lassen müssen. Wir hatten 2020, dann hatten wir 2022 Electric Boogaloo, also 2021, und ich will keine Trilogie, bitte. Diese ganze Serie war nach einer Staffel schon tot, lasst sie doch ruhen, bitte. Also ja, ich hoffe einfach mal, dass 2022 besser wird als 2020 und 2021. Es wird Zeit. Was waren eigentlich meine Highlights im Jahr 2021? Stimmt, die 10.000 Abonnenten, das war huge. Danke nochmal dafür, hab euch lieb. Und auch die Tatsache, dass ich in jedes einzelne Video mehr Arbeit stecke, als sie jemals zuvor, hat auch dazu beigetragen, dass 2021 für mich eigentlich ganz cool war. Das dauert inzwischen wirklich mehrere Stunden und es ist echt anstrengend, aber es muss sein. Ich will aber auch gleichzeitig ehrlich und transparent mit euch sein. Ich weiß nicht, wie lange ich das alles hier noch aufrechterhalten kann. Ich mache das alles jetzt schon seit fast 8 Jahren und in diesen 8 Jahren habe ich mir immer vorgenommen, jeden Tag zur selben Zeit ein Video rauszubringen. Und ich bin so ein Typ, entweder mache ich was richtig oder ich mache es gar nicht. Also habe ich das ziemlich konsequent durchgezogen und das war auch immer drin, weil ich habe YouTube angefangen als Schüler und danach war ich Student, da hat man auch ein bisschen extra Zeit. Aber das alles wird sich sehr bald schon ändern. Ich bin nämlich schon sehr bald fertig mit dem Studium und dann muss ich mir einen Job suchen, weil Überraschung von YouTube kann ich nicht leben, mein Name ist nicht PewDiePie. Und ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich nach 8 oder mehr Stunden Arbeit plus hin und her fahren plus das ganz andere Zeug noch wirklich Energie und Zeit habe, die ich hier reinstecken könnte. Deswegen, ich sag nicht, ich höre morgen auf. Es ist nur eine langsame Vorbereitung auf die Eventualität dafür. Ja gut, das war auf jeden Fall ein Downer fürs neue Jahr, aber es musste raus. Und wie mache ich jetzt die Verbindung zurück zum eigentlichen Thema dieses Videos? Mir fällt kein intelligenter Übergang ein, deswegen wünsche ich euch einfach ein wunderschönes neues Jahr, ein schönes Silvester. Wir sehen uns leider erst nächstes Jahr wieder. Haha, Allmann-Humor. Und bis denne, Antenne. Ich werde jeden Tag unwitziger, es ist echt so.